Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Weiter geht es mit einer neuen nachtschwarzen Folge Spider-Man 2. Hey Danny, komm mit. Hat jemand zufällig eine, 20-Meter-Echse verloren? Nein? Die Stadt New York offenbar schon. Im Ernst, sie ist einfach futsch. Und wisst ihr, was gruselig ist? Zwei Leute sind runter in die Kanalisation. Lizard und Spider-Man. Aber nur einer kam wieder raus. Was ist da unten passiert? Was hat Spider-Man getan? Leute, ich weiß, ich klinge schon wie der, dessen Name nicht genannt werden darf. Jonah. Und glaubt mir, das gefällt mir genauso wenig wie euch. Aber wir vertrauen darauf, dass Spider-Man uns beschützt und dabei auf dem rechten Weg bleibt. Was, wenn er von diesem Weg abkommt? Was dann? Sorry für die finsteren Vibes, Leute. Aber so sind nun mal die Zeiten. Wo auch immer Spider-Man sein mag, hoffen wir, dass er zurück ins Licht findet. Man kann ja aber auch nie reden, ohne dass irgendein Podcast dazwischen kommt. Ja, Freunde, willkommen zurück. Spider-Man 2, Gewinnspiel bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ich glaube, damit ist alles mal wieder gesagt. Und wir flattern jetzt mal rüber zu MJ. Gehen wir da am besten rüber? Ach, einfach quer drüber, ne? Klappt schon irgendwie. Einfach schön gleiten und ein bisschen swingle-dingeln. Mal hier, zack. 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 Super Boost. Na, jetzt in die Richtung, Spinnenfatzke. Immer schön geradeaus, Peter Boy. Mann, ist das ein weiter Weg. Aber hier drüben ist so eine Kiste. Die will ich mir holen. Wie viele Kisten gibt es eigentlich hier? Aber die zählen nicht in den Progress, oder? Kisten sind doch egal, oder was? Was meint ihr? Zählen Kisten auch zum Fortschritt des Spiels? Oder ist das völlig egal? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Warum drehst du dich denn immer wieder um, Peter? Schon wieder. Er will unbedingt die andere Richtung. Er will nicht zu MJ. Er hat kein... Pete? Er hat keinen Bock auf MJ. Kann ich verstehen, Pete. Du willst dir keine Predigt anhören. Kein Bock auf Moral und yada yada. Aber wir müssen da durch gemeinsam. Und müssen dahin. Gemeinsam. Das ist die Story, von der ich dir erzählt habe. Ich hätte gerne Sieht deine... Sieht toll aus, MJ. Ich werde sie dann lesen. Warte. Du hast den Anzug noch? Ich dachte, Connors hilft dir raus. Was ist mit Harry? Sorry, hat das Zeit bis morgen? Ich bin so müde vom Eidechsenring. Sie haben gar nicht so viele Waffen. Okay, Pete ist weg. Süß, wie Venom ihn noch zugedeckt hat. Da merkt man halt, Venom ist nicht pures Böses. Verstanden.
Also den Taser will ich auch haben. Durch die Fenster kann ich nicht raus. Ich muss nach unten. Saber soll mal einen rüberschicken. Wo bist du, Peter? Hi, hier ist Peter. Ach, das reicht. Lass deine Nachricht da. Schau hinten. Sie mit ihren MJ-Sinnen. Statusmeldung. Küche ist sauber. Checke Waschküche. Guck. Hier wohnt anscheinend nicht nur die Stimme. Nein, hier wohnt nicht nur die Spinne. Es hat einen von uns erwischt. Ja, nämlich dich. Du kleiner Strolch. Sie bewachen Vorder- und Hintereingang. Vielleicht kann ich durch den Keller entkommen. Also hier bewachen sie auch? Ich würde entdeckt werden, sobald ich rausgehe. Ach, der Keller ist hier drüben. Bitte nicht quietschen. Oh. Quietschende Türen sind die Hölle. Das ist eine richtige Pest. Ich habe so eine, nehme ich jetzt direkt in der Nähe vom Kinderzimmer. Ich habe jedes Mal Todesangst, wenn das Ding quietscht und ich mir irgendein Geheule dann anhören darf, weil er aufwacht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Kind aufwacht. Das ist wahre Angst. Stopp! Alter MJ, der hat ja von Saber einiges... von Silver Sable einiges gelernt. Sie sollen das ganze Haus absuchen. Sie werden jede Sekunde hier sein. Ich muss schnell weg. Von dort werden sie kommen. Das ist ein Argument, MJ. Miles, Hilfe. Ja, Miles ist wenigstens noch bei Verstand. Wer ist das? Peter? Ich glaube, Pete schläft und Venom hat übernommen. Ich muss an den Jägern vorbei, wenn ich zu Pete will. Er ist die nächste Straße lang. Ihr drei. Sichern, falls er zurückkommt. Wenn ich Pete nicht vor ihnen finde. Wenn jemand neugierig wird, boah, nice. Einfach umlegen. Craven will die Spinne heute. Nichts wird uns aufhalten. MJ ist schon eine krasse Tüftlerin. Respecto Mento. Ich meine, wie ging nochmal Stein? So. Ich sehe nach. Na komm. Hat das wer gehört? Ja, du. Jetzt komm her. Ich will dich festjizzen. Ich sehe nach. Ja, sein. Jetzt gar nichts. Du bildest dir da irgendwas ein, Kumpel. Alter, das Ding ist so OP. Ultra strong. Wo bist du hin? Wartet. Alles klar, lass ihn kommen. Wie kann das sein? Nicht genug. Oh, jetzt. Der hatte noch ein bisschen zu viel Abstand. Schon wieder. Das immer diese Steine, ne? Das kann doch kein Zufall sein. Diese ganzen Steine hier. Aktivität bei mir. Bereithalten. Geh mal richtig nah ran. So ist gut. Hole Peter ein. Das schaffst du nie, MJ. Das schaffst du nie. Peter ist einfach. Peter ist in Richtung der nächsten Straße. Vielleicht komme ich durch. Wer hat J2 erwischt? Wissen wir nicht.
Bleibt in euren Bereichen. Falls wir was im Haus finden, melde ich mich. Verstanden. Was? War wohl doch nichts. Boah, erledigt. Nur eine Ablenkung. Klar war das nur eine Ablenkung. Oh Gott, der dreht sich genau in dem Moment natürlich um. Huh. Tja, MJ ist eben brutal unterwegs. Hey, was ist da draußen los? Seien Sie, was bildest du dir ein? Gehen Sie rein. Leise. Er ist unterwegs zur Baustelle. Neuen Baustelle. Falls er zurückkommt, denkt dran, ihm nicht mehr als 2 Bolzen reinzujagen. Er verändert sich. Vielleicht brauchen wir mehr. 2 Bolzen. Ich bin unterwegs. 2 Bolzen, ihr habt den Mann gehört da hinten. War wahrscheinlich nichts. Ah, geh in die Mauer. Ach, komm schon. Bleib kleben. Sie will nicht kleben. Oh, sogar noch ein Robo-Dogo. Und nicht einer von den Netten. Aufgepasst. Die Spinne ist nicht allein. Dieses Miststück aus dem Zoo hilft ihm. Sie hat all unsere Leute im Haus erledigt. Der CHD haut ab. Vorher fangen wir die Spinne ein. Ich überprüfe was. Ich hoffe, der geht alleine. Natürlich nicht. Du verrätst dich? Niemand. Könnte das Mädchen sein? Könnte das Mädchen sein? Weiß man halt nicht, ne? Auf. Reporterin, bist du es? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, der Hund. Vielleicht hat sie sich einfach verraten. Bist du das, Rotschopf? Oh nein, da kommt noch einer. Ah. Ich muss sie halt wirklich immer dagegen nageln. Ist sie das? Ach, Mann. Ja, gar nicht geil. Mach sie fertig. Ja, jetzt bin ich erledigt. Netter Versuch, Rotschopf. Dass sie aber auch alle an einem Fleck kleben. Halt so. Jetzt hole ich erst den da oben. Der neuen Baustelle. So, jetzt bin ich schon mal den hier los. Hier ist halt auch noch einer. Keine Ahnung, ob der irgendwo irgendwann mal runterkommt. Ah, ich kann zu ihm hoch. Alles unerwartet. Hört mich! Wenn es geil, das Mädchen Mann. Ist, finde ich sie.
Geil, Mann. Sie sich einfach verraten. Komm schon. Yes. Ich sehe nach, ob sie es war. Jetzt werden sie langsam endlich weniger Dudes. Wenn sie das ist, gehört sie mir. Erstes Haus sauber. Checke zweites Haus. Alter, da kleben aber echt viele. Eine richtige Sammlung hier, ne? Zweites Haus sauber. Checke drittes Haus. Ah, ba. Dreh dich um, Hund. Ich glaube, so. Pete ist da lang. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Und Kwooms. Ich hoffe, Pete ist noch dahinter. Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Team 5, vorrücken. Alle anderen bleiben auf ihrer Position. Wie komme ich zu dem Haus? Meine Jäger. Die ganze Nacht lang hat diese Frau euch verfolgt, während ihr die Spinne gesucht habt. Ich komme zu dir. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Bringt alle beide zu mir. Auf dem Weg. Könnte das Mädchen sein. Mist, nicht genügend Juice. Ich komme zu dir. Da ist sie! Das hab ich erledigt. Oh, und da kommt der letzte Pfeil. Mist. Ich hätte so gut under control. Wie komme ich zu dem Haus? Meine Jäger. Die ganze Nacht lang hat diese Frau euch verfolgt, während ihr die Spinne gesucht habt. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Bringt alle beide zu mir. Tja, Kraven. Stellt euch mal vor, Kraven und Venom vereint. Auch ein geiler Mix, ne? Ist niemand. Wartet. Da ist das Mädchen. Wer? Wo? Wie? Du gehörst nie. Da ist auch noch eine. Erwischt. Ey, es ist alles voll, ne? Check den Puls. Wie komme ich zu dem Haus? Okay, den hier ran ketten. Die ganze Nacht lang hat diese Frau euch verfolgt, während ihr oben wegholen. Komm ich nach oben? Komm ich überhaupt nach oben? Wenn ihr ihn findet, ja, so eine Mischung aus Kraven. Ah, hier geht's hoch. Kraven und Venom. Alle beide zu mir. Sind bestimmt der Spinne auf den Fersen. Sie melden sich gerade. Schablagu, Baby. Aber wir sollten immer das Haus im Auge behalten. Ich schaue, ob sie es ist. Fuß alert. Ja! Weggespammt. Keine Spur hier. Komm schon. Ja. Wenn es das Mädchen ist, finde ich. Geh zu deinem Kumpel. Nichts. Nice. Sie ist noch hier. Bitte sieh mich nicht. Hast nochmal zwei Dudes hier. War vielleicht sie. Ich sehe Maybe. Ja. Vielleicht war sie es, vielleicht war sie es aber auch nicht. Vielleicht hat sie sich einfach verraten. Jetzt geh du auch noch dahin. Dann sind wir alle glücklich. Tja, Kraven. Schlechtes Personal. Wenn MJ deine Jäger alle wegradiert, dann weißt du Bescheid, dass du die falschen Leute engagiert hast. Hier ist auch noch einer. Ich werde dich finden. Ich hab dich gefunden.
Der letzte wahrscheinlich da hinten, ne? Können wir weiter. Bestimmt nur Einbildung. Ich glaube nicht, dass es Einbildung ist. Zack und weggebrutzelt. Bam, letzter Gegner. Wo ist der hin? Oh Gott, der wütet da draußen, ha? Huh? Gut, Friends. Sind die tot? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns wieder direkt in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder mit am Start sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Denkt ans Gewinnspiel und tschüss!